Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Ja, wir schauen hier direkt in den Item Shop rein. Jo, jetzt fangen wir mal links an, gehen mal hier diese einzelnen Dinger durch. Da diesen Bestie Core haben wir ja schon alles gehabt. Wie sind denn da aktuell eure Noten? Das ist der Beast Mode. Ich denke mal, dass da sich nicht wirklich viel zum Guten geändert hat. Das ist tatsächlich so. Das Ding hat hier 2,61 von 5 bei 23 Votes von euch bekommen. Also, wir werden jetzt wieder zu den Noten zurückgehen. Also, ich will jetzt wieder Benotungen geben. Zerfleischer. Das war hier mit diesen ganzen Picken da. Zerfleischer. Gucken wir mal. Das war dieser Mauler. Auch Käse, das Ding. 2,7 von 5 bei 20 Votes. Achso, da war ja noch was. Gehen wir mal hier hin zurück. Nö. Doch, das wäre genau die Gleiter. Die fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, die Gleiter. Gibt es ja hier in diesen verschiedenen Versionen, die Gleiter. So finde ich, sieht eigentlich mit am besten aus. Gucken wir mal, wie die Gleiter angekommen sind. Natürlich auch nicht besonders gut. 2,25 von 5 bei 16 Votes. Also völlige Käse, die Dinger. So, dann haben wir jetzt mal endlich wieder in Spider-Knight hierher zurück. Und ihr wisst, dieser Skin für 2000 V-Bucks ist einfach legendär, das Teil. Und dem, wie immer, gebe ich ihm 10 von 10. Dem Spider-Knight. Schauen wir mal hier, was haben wir da? Wir haben hier 4,05 von 5 bei 66 Votes. War das letzte Mal am 25. März drin gewesen. Achso, ist ja heute. Müsste ich vorher gucken. Arachni! Wir haben heute den 25. März. Arachni! Und finde ich natürlich auch mega geil. Arachni kriegt von mir auch 10 von 10. Mega fett, das Ding, das Teil. Gucken wir mal hier. Arachni hat 3,57 von 5 bei 167 Votes, 135 Reminders. Dann haben wir den Netzfetzer oder auch den Webbreaker. Finde ich auch geil. Es ist ein Reaktiv-Picke. Mega fett, das Ding. Kriegt von mir 8 von 10. Hier haben wir 3,46 von 5 bei 13 Votes. Dann haben wir hier noch den Flugweber oder auch den Hatchling. Mega geiles Teil, 10 von 10 für den Hatchling. Finde ich echt cool. Ja, auch die Spinnenweben da noch wegfliegen. Echt nice, das Teil. 3,63 von 5 bei 19 Votes. So, dann haben wir hier diesen Quietscher. Ich finde den schrecklich, den Quietscher. Und das ist der Pixqueak. Und das Teil hier 4,39 von 5 bei 38 Votes. Ich finde den grausam und gebe dem Ding 4 von 10. So, dann haben wir das Endlosrad. Springloaded heißt das Teil. Finde ich auch nicht so prickelnd. Werde ich auch nicht die ganzen Skins dazu machen. Kriegt von mir 5 von 10. Bin ich nicht wirklich hammerbegeistert von. Soll ich sagen. So. Scorpion. Schon ziemlich fett für Paradise Palms und die ganze Wüstenregion. Kriegt von mir 7 von 10 der Scorpion. Und da haben wir derzeit hier 4,58 von 5 bei 48 Votes. 121 Reminders für das Ding. Dann haben wir den Arctic Assassin für die Schneeregion. Mega geil. Kriegt von mir 8 von 10 das Ding. Ist echt cool. Arctic Assassin inzwischen. Finde ich auch nice. 4,4 von 5 bei 48 Votes. 104 Reminders. Jo, dann haben wir den. Oh, sorry. Horror.
Horror, ich mach's gleich wieder weg, kriegt von mir zwei. Ich weiß, kann wieder Leute sagen, hier, was macht der? Ich hasse das Ding, ich krieg davon Kopfschmerzen, wenn der Kram drin ist. Ich hasse das Teil wirklich, ohne Scheiß. 4,23 von 5 bei 13 Votes, bei mir kriegt er 2 von 10. Ich bin da gnadenlos, ich hasse diesen Trägershuffle. Chromatic, schauen wir mal hier in die Modelle rein. Da haben wir jetzt hier die Kanone. Rifle, Pump, sieht irgendwie alles komisch aus, ohne Scheiß. Kann ich aber nie so wirklich was mit anfangen. Alles wieder so knallig hier. Ja, kriegt von mir 4 von 10 Chromatic. Guck mal. Alter, was haben die für Noten? Die Teile hier so. 4,55 von 5 bei 11 Votes. 28, wie meinen das? Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert nicht den Kanal und schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.